So. So. Ja, jetzt haben wir Passwort falsch. Mann. Ich hab's gerade angemeldet. Ah, jetzt. So. Mal kurz hier, ne? Einloggen. Einen Code eingeben. So. Okay, habe ich scheinbar noch gar nicht gekauft. Shop. Kaufen wir das mal. Dum, dum, dum. Ja, so ganz am Anfang. Erstmal schön kaufen, ne? So, machen wir mal so. Zack, zack. Was ist das? Nö, lass mal. Ja, Bestellung bestätigen. Betätigen, bestätigen. So, Bibliothek. Was heißt jetzt nicht verfügbar? Hallo? Bum, bum, bum. Was jetzt? Was geht? Jetzt kommt die E-Mail. Da folgt man. Ich glaube, ich muss mal kurz die komischen hässlichen Epic Launcher neu starten. So ein Kack, ey. Epic Games Launcher. Was ist jetzt E-Mail gekommen, oder? Naja. Bestätigung Ihrer Zahlung. Jetzt kann ich es installieren. Ordner. Ne, das installieren wir mal schön woanders. Auto-Update. Jo, installieren. So.
Wird installiert, Freunde. Wird installiert. Ja. Ja, das dauert wohl noch ein bisschen. Was sagt man so lang? Was sagt man so lang? Wie geht denn das noch? Steht hier keine Schätzung oder so? Sagen, so lange zocken wir noch in der Apex oder so. Wo ist's denn? Wo ist's denn? Hoffentlich muss er jetzt nicht updaten. Ne. Das wäre ein bisschen besser. Das wäre ein bisschen besser. Dann kommen wir hier mal ein bisschen. So. Ach, einmal. Das war ein Update. Wie lange dauert das? Ah, so dazu. Also nur 38 MB, das laden wir schnell. Und stellen wir mal hier kurz um. Okay, jetzt schalten wir kurz auf Apex Legends um. Ja, wird fertiggestellt. Stellen wir schneller fertig, du. Nein, das will ich nicht updaten. Das auch nicht. Ich will Apex Legends spielen. Ab jetzt. Perfekt. Season 1.
Was denn jetzt? Oh, hängt jetzt heraus. Hängt jetzt etwa? Ah, ne, jetzt. Wer ist denn online? Egal, los geht's. Und sobald dann das andere fertig ist, zocken wir das. Also wahrscheinlich eine Runde oder so Apex und dann geht's weiter. Server wird gestartet. Ah, alles klar. Start mal du deinen Server, ey. Pedobär ist bei uns im Team. Nice. Ein Russe. Zuckerblöd. Just say. Muss mal kurz hier. Hood Layout, FPS-Zähler. Da mach dich mal ein. Ah, ne, ist schon unser Korrektor. Dann sieht es ja ganz gut aus eigentlich. Wir müssen jetzt ja schon enden. Habe ich hier nicht gerade was Lilanes gesehen? Hi-oh. Schild. Knockdown. Thank you. Attention. Auf jeden Fall schon jemand. Da war schon einer.
Chat, Alter. Das ist eine Kackwaffe. Wirklich. Richtige Profis. Warning. Ach, da war ich schon bei dem. Du. Geht halt ab mit so einem Schnippergewehr. Oh, oh. Oben einer auf dem Dach. Fuck. Egal, aber wir wollten eh noch eine Runde zocken.
So, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz hier wieder das an. Ups. Gucken wir mal, ob der jetzt hier schon fertig ist. Müsste er eigentlich, hat er zumindest gemeint. Beenden wir mal den hier. Origin, weg da mit dem Scheiß. Dann gucken wir mal, Kack Epic Store, was der so drauf hat. So, jetzt schalten wir da. Ja, funktioniert. Was soll ich machen? Ach so, warte. Kann man in den Optionen drehen. Ein Quetsch. Hey, komm, mach mal Englisch. Jo. Was kann man hier so ein Video machen? Ja, das Ultra, Motion Blur, wenn ich aber nett. Geht's. Controls, ja, keine Ahnung. Machen wir mal. Gras fehlt. Was denn, wie nennt man das? Planeten Beuten für Anfänger. Ja, ab geht's. Attention Pioneer, the following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Maus viel zu schnell. Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work. Nice. Ah ja, auf jeden Fall, Mann. Planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Oh, kriegen ein bisschen lower fast hier. Hoffentlich ist es gleich wieder rum. Ich stell gleich mal, warte mal. Hallo? Komm jetzt wieder weg.
Ah, jetzt geht's. Da muss ich gleich mal ein bisschen einstellen noch hier. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Das sieht doch geil aus, die Welt, ey. Remember, efficiency first. Godspeed. Ab geht's, ey. Ja, sieht doch top aus hier. Moment, ich schaue noch die Grafik ein bisschen runter. Welcome to Planet Massage 2, ABB. Während die hier rumlabert. Designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to okay. survive jetzt passt. Congratulations. Alter, die Maus, no. viel zu schnell. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Ich glaube, irgendwas ist noch. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base. Irgendwas kostet hier noch viel Leistung. Note: Fixit Incorporated is cost effective and efficient. We do not waste. Naja. Okay, jetzt kann er, müsste die FPS halten können. Aber die Maus ist noch zu schnell. Na ja, halt. Ach, ich habe nicht auf Apple gedrückt. Apple. Okay. Ah. Erstmal den Pod wegmachen. So, wo bauen wir denn hier unsere Base hin? Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Yep. Note: According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Hm. Was ist das hier? Sulfur. Schnicks. Ein paar Nüsse. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Aua! Ey, das ist unfair! Aua! Mein Antivirus hat gerade dazwischen gekrätscht. Du Ficker! Halt, wo ist jetzt mein Tool hier? Autsch! Ah, Tab. Ja, jetzt komm her, du. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Aber ich bin echt tot, ey. Ah, du Ficker. Endlich, ey, blöde Sau, ey. So eine Sau, ey. Aber der Tab. Nüsse, hauen wir uns hier mal rein. Was ist das? Was zum Essen? Ja. Verrückte. Ah. Was haben wir denn da? Ein Schneckchen. Damit kann man später Batterien bauen und so Sachen tunen. Lass ein bisschen schneller werden. This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Hey, komm her, Digga. Was gibt's?
das ist natürlich blöd gelaufen, ne? Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Was gibt's hier? Limestone. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Dum, dum, dum. So, nochmal mehr Limestone. Okay, also hier gibt es Limestone. Gebe ich jetzt noch irgendwo Eisen her, dann wäre das ja gar keine schlechte Gegend hier. Was wäre da für eine fette Giraffe, ja. Gucken wir mal bei dem Tor da, was es da so gibt. Ich werde auf jeden Fall in der Nähe von so Dings, Iron Dingsbums bauen. Sam Ore. Dum, 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 dum. Ich weiß gar nicht, kann ich die auch so abbauen lassen, so automatische Sam Ore Dinger und so? Wäre schon geil. Was höre ich denn hier die ganze Zeit, ey? Oh ne, nicht schon wieder so ein Spinner. Du Spasti, ey. Ah, noch zwei, ey. Oh, da verreck ich, ey. Ich weiß noch nicht genau, wie man die. Die schießen immer dahin, wo ich hinspringe. Na, das heißt, ich müsste mich irgendwie in der Luft so drehen. Also erst nach links springen, dann nach rechts oder so. Ah, hier kann ich noch Eisen scannen. Da hinten 300 Meter. Oh. 317 Meter in die Richtung. Ich würde sagen, wir laufen mal hin. Oh ne, wo ist meine Leiche jetzt? Ah, da. Ja, wow, wenn ich jetzt zu meiner Leiche gehe, da sind die zwei Arschgesichter bestimmt immer noch da. Das bringt es ja da nicht so. Jetzt kann ich mich gar nicht gegen die wehren, gegen die hier so rumlatschen. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße. Ach Gott, wo wurde ich denn hier gespawnt, da? Da oben steht da so eine Schneck. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überlebe, aber ich probiere es einfach mal. Sieht gut aus. Ich überhaupt nicht richtig recht an. Ja, sieht so aus. Das ist ja ein Abfuck, ey. Consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Och nö. Ach, und die Arschlöcher sind auch wieder noch da. Nix wie weg hier. Alles mitnehmen, was geht, und dann abhauen. Uiuiui. Wir haben jetzt nochmal gescannt hier. Ah, ja, so. 170 Meter. Laufen wir mal in die Richtung. Gucken wir mal, ob wir uns da mal irgendwo niederlassen können. Ja, noch ein paar Nüsschen mit. Ich muss mir mal ein paar Nüsschen reinballern.
Das ist ein schönes Vorkommen. Na komm, Herr Kleiner. Schön ein bisschen Eisen. Build the hub. Note: To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ja, passt auf, da hinten ist unser Eisen. Ab geht's. Congratulations. You have unlocked hub feature manual craft bench. Hub feature hub terminal. Fifth objective. Hub upgrade, storage and power. Note: The craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Na, da brauche ich erstmal jetzt diesen Milestone. 10 so Dinger. Was brauche ich dafür? Iron Ingot. Mache ich erstmal. Okay, ich mache noch 2 Iron Ingot mehr. Da flitzen wir mal schnell rein. Oh. Dann später können wir dann noch umziehen, ey. Oder unseren Hub ein bisschen weiter wegbauen, aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir nah da dran sind. Später, wenn wir dann noch andere Ressourcen bauen, können wir uns so Laufbänder bauen und so, die dann alles hierher transportieren, aber das ist erstmal wichtig hier. Ne? Dann machen wir mal 10 von dem da. Zack, zack, zack. Ab geht's. Yeah. Und eine Kiste haben wir bekommen. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Biomass Generator. Hub Feature Personal Storage. Scanner Feature Copper. New equipment building. Ah, jetzt kann man Copper suchen. Which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. Okay, 180 Meter nach da. Sixth objective. Hub upgrade construction. Note: Connect buildings to a generator for power. Note: Buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice: Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Ja, ich will mir erstmal so einen Portable Miner bauen. Was ist das? Nice. Crafting Bench, Workshop, Special, Power. Wie kriege ich jetzt nochmal einen Portable Miner hin? Also, wo kriege ich den her? So. Spitze, Equipment Workshop. Ah, Equipment Workshop. Aber erst noch. 6 Iron und 6 Iron Plate, 6 Iron Rod. Ach, scheiße. Hab ich jetzt alles abgegeben oder hatte ich nichts mehr? Ah, okay. So, von beiden 6 Stück. Ach scheiße, das habe ich nicht zu Ende gedacht. So. Kaufen wir mal noch 6 von denen. Kann man den drehen? Ah ja. So. War ich jetzt hier ein Portable Miner? Hallo. Jo. Boah. Hä? Ja. Was ist?
Hallo, hallo. Ah, so jetzt. Humbe. Jo. Ja. Bin echt ganz am Anfang. Ja. Gerade das Gekaufte. Ich dachte mir mal, jo, ey, ne? Ja. Viel Arbeit, ey, Humbe. Viel Arbeit. Aber geil, ey. Komm, hol's ja auch, ey. Dann zocken wir zusammen. Ach so, ja, dann komm ran. Bei mir kurz gucken, wie es aussieht. Bei dir gucken. Ja, lad ein. Mich da. Ah, hier Safe Game, ja. New Safe. Safe. Ja, dann lad ein, Humper. Lad ein. Warte, ich mach gerade die Map. Du kannst auch einfach auf, kannst mir einfach beitreten. Ah, okay. Aber es lädt noch. Ja, ich find's so geil. Ich habe gestern irgendwie, gestern Abend habe ich noch so einen Stream geguckt, weil ich mir dachte, so, hey, was ist denn das? Aber ey, mega geil. Der hat's voll übertrieben gehabt. Der hat voll die riesen Lagerhallen, ey. Bei Join Game, damit ich mich nochmal finde dann. Ach so, ne, man ist gar nicht in Epic Ich hab Games. dich nicht, ne? Ich sehe noch Eignungs Servo. Jo. Warte mal, wie heißt denn, oder? Weil ich gerade eine Folge nicht ei. Bestimmt Humbe 90. Möglich. Ich suche einfach mal einen Humbe 90, Mann. Ja, doch, stimmt. Ja, das ist. Na jo. Freundschaftsanfragen. So, Da okay. jetzt hat nichts Game mit Join Game. Scheun Game, da Humbe 90. Alter, 15 Stunden. Nice, Humbe, Alter. Auf geht's, ey. Ich komm, ich komm. Humbe, ich komm. Ach, das war das Bild, was Xervo gepostet hat, oder? Ich weiß nicht, wo du bist. In deiner Stadtbase da. In deinem Hub, oder wie das Ach heißt. so, ja. Ja, hier stehe ich, doch. Welcher hässlich ist es, Xervo oder was? So sieht dann die Produktion aus. Ja, ich hab's schon gesehen, ey, geil, ey. Alter, was habt ihr denn da gebaut, Alter? Wie lange zockt ihr das? Nach 15 Stunden, ne? Ja, ich hab's alle gemacht. Echt? Ah, ja. Krass, Humbe. Krasser Typ. Da wird alles schon assembled und so, ey. Piu, piu. Gibt's eigentlich irgend so ein übergeordnetes Ziel oder so? Oder baut ihr einfach nur den Planeten aus, so? Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber. Ja, du musst die ganze Haupt halt hochmachen. Alter, was hast du da in den Himmel gebaut? Das warte kurz, so dass ich verausgabt. Ah, komm mal mit, welchem Stromnetz. Damit das gleich richtig bauscht. Ja, ich weiß, man kann irgendwie nur vier Dinger anschließen oder so. Ja, genau deshalb. Also wenn du ein bisschen weiter bist, kriegst dann die Kohle-Dinger du. Geil. Du baust ja dann Hauptwasserstrom, Strom, ne? Und jedes Kraftwerk muss miteinander verbunden sein. Ah, okay. Siehst du das da? Jedes Kraftwerk gibt einen Strommast und dann wird es durchverteilt. Und wenn du jetzt halt jemand selber Strom hast, dann drückst du mal E, dann siehst du, wie viel du Ja, verbrauchst. 500 Megawatt. Ja. Also, du musst nicht 40 Kraftwerke bauen und jedes Mal eine Linie ziehen, sondern du baust alle Kraftwerke nebeneinander und machst alles zu einem Strommast. Woher kriegt ihr die Kohle? Oder was ihr hier verbrennt? Oh, das ist, ich glaube, 1 Kilometer weit weg. Drück mal C oder halt mit C fest. Und dann kannst du pingen, was wo ist. Ja. Ach, Öl habt ihr auch schon. Ja. Da warte ich aber noch, bis es los ist. Was, bis es da ist? Vom Lau Komm, vom Band, komm oder? mit, komm mit. So weit weg gerade. Über 2 Kilometer. Alter, ihr müsst die Dinger höher bauen, Mann. Das ist ja voll nervig, dass man da immer drüber hüpfen muss. Ja, nimm mal, das laufe ich doch nicht mehr rum. Das läuft ja alles dahin. Wo bist du jetzt hin? Auch da.
Der Humball da. Also, ich war das. Das war der Wandisch. Fette Der Base. Kilometer lang. Von Echewand kommt dann Öl, wenn es los ist. Geil, Mann. Auf das warte ich gerade. Ah. Also, da finden die einfach so ein geiles Game und sagen mir nicht mal Bescheid. Ah. Ja. Geile. Ja, was da hat er. Ist von oben dann. Was wollte der Dummel gesagt, wo der Bauer, ne? Aussichtsplattform. Ja. Für was braucht er da Strom? Für die Jumpets. Ah. Ja. Sieht aktuell aus. Vielleicht kommt ich ins Öl und dann kann schon man nice. weitermachen. Für was braucht man das? Was kannst du damit machen dann? Warte. Oder warte. Bleib da oben. War kurzer Werkpunkt, nach dem Spucke. Ja, das was ganz unten ist. Ein Computer! Ja, und der Treibstoff und Plastik und sowas. Geil. Der Knüller. Oh, am besten gleich groß. Ja, ja. Ah, und da noch, wenn du das später aufbaust. Wo war denn das? Ah ja, genau hier. Du kannst Eckkohleförderband oder Eis ist das. Das kannst du dann durchsplitten. Dann kannst du zweimal von deiner Stäbe herstellen. Und es läuft flüssig durch. Du musst halt immer probieren, was geht. Da steht immer, wie lange Produktionszeit ist. Ja, muss man ein bisschen rumrechnen. Ja. Weil ganz hinten wird es dann komplizierter. Nur bei der Schraube. Naja, die macht er ja ziemlich schnell so. Die stehen ja hier gerade auch. Ja. Alter. Du brauchst auch ein Dreier Förderband, anders funktioniert die Produktion hinten dran nämlich. Von der Geschwindigkeit, oder? Alter, ja. Das schmeißt dann ja voll weg, wenn man da drauf hüpft. Ja. Fliegst weg, ey. Ja, geil, ey. Naja, muss mal gucken, wie lange ich brauche, bis ich so weit bin, ne? Ja, jetzt warte ich einfach mal, bis Öl durch die ganze Zeit. Ja, da haben wir. Was kann man mit dem Space-Aufzug machen da? Den brauchst du, damit du vom Level her steigst. Ah, okay. Aber sonst so sinnlos. Und sinnlos, ja, absolut. Das Milchste steht auch so weit weg. Ich jump mal noch kurz da hoch, Aussichtsplattform, und dann mach ich glaube ich wieder bei mir weiter. Ja. Oh, ja. Das ist auch mal was wird hier, ne? Was auch geil wäre, wenn man so in einer Welt so alles baut, weißt du, so mit mehreren so ne. Basen. Was ist das denn? Du siehst da vorne das grüne Leuchte. Hm? Wo? Da wo ich hier guck. Wo guckst du denn da hin? Ah, da, ja, so eine Schneck, oder? Ja, die brauchst du später. Ah, ja. So unnötig. Ne, so unnötig. Ich weiß, er hätte doch einfach Treppen bauen können. Der Typ, ey. Da extra Strom hochleiten. Nur damit man hier so Jumppads haben kann, ey. Könnt ihr eure 5 Kilometer Treppen bauen, ey. Hier geht's nicht weiter, ey. Alter. Wie bunky ist denn das, wenn man hier oben steht, ey. Das hat er übertrieben, ey. Aber man ist fast beim Space-Aufzug. Ah ja, nice. Okay, dann schaue ich mal zurück in meine Welt, ne? Ayo. Hä, hast du mich jetzt rausgekickt, oder? Ich bin auch ins Hauptmenü. Ah,
Ich wollte gerade sagen, ey, bevor ich gedrückt habe, war ja schon ein Ding weg. Du kannst auch auf Deutsch stellen, Ja, ich weiß, aber. ne? Ich dachte, dann heißt es ja so Eisenerz und so. Was wollte ich machen? Ach, ein Portable Miner wollte ich bauen. Was brauche ich dafür? Ach, zur Rollende. Was brauche ich dafür? Copper Ingot. Ja, scheiße, ich brauche noch Kupfer. Ja. Scheiße, das war, glaube ich, relativ weit weg von da, wo ich gerade baue. Na gut, 180 Meter. Naja, ist nix. Später dann mit so einem Band, mit so einem Fließband, ey. Geht's ab. Ich bin vorhin verreckt, aber dass so zwei Feuerarschlöcher kamen. Dann kannst du den Level irgendwie. Das ist genauso offen wie bei mir. Warum bist du auch erstmal verreckt, oder? Nö, nö. Von der Welt her. Genau an derselben Stelle. Ah, echt? Krass. Das ist auch auf dich. Ah ja, ich hab's gesehen. Ah, du bist ja auch hier. Ja. Das da unten kann man nicht abbauen, oder? Oder doch? Nö, nö, das ist schon ein. Ja, ist gut, weil hier, das ist ja voll die perfekte Stelle, Mann. Weil du kannst Ding. Du hast ja hier alles. Du hast das Eisen da, du hast das Kupfer hier. Wart mal, bis Kohle brauchst. Ja, gut, dann ist halt scheiße wahrscheinlich, aber. Oder Öl. Muss ich auch 2 Kilometer weit wegziehen. Okopit ist Okopit. Was brauche ich? Ja, ich mache erstmal hier. Mache ich erstmal alle. Kupfer. Aber Kupfer Inga. eine Kinderzange. Wo ist denn dein Hub? Und Ja, direkt neben dran, aber das ist noch nicht so ja. groß. Da ist es noch ein bisschen unauffällig. Ah, hier ist noch gar nichts gemacht. Habe ich alles jetzt gerade gebraucht zum Aufrüsten und so. Wie viel Kabel? Ah, ich mache einfach mal 28, ja. Brauchen wir ja immer wieder. Den Mobile Miner, aber zuerst muss das Eisen drauf. Zuerst das Eisen drauf machen. Und dann direkt der nächste Bau. Ja, Eisen ist am wichtigsten, ne? Super, später in Kann ich irgendwas. da eigentlich auch, was weiß ich, so 4, 5 Stück neben Ja, dran hauen? ja. So groß wie die Fläche ist, kannst du die bauen. Geil. Aber mit den großen geht's halt nicht mehr so gut, ne? Die, wo man so ein Laufband dran machen kann. Ja gut, du brauchst schon nämlich, wenn du richtig im einen hast. Ja. Im Laufband, da produziert er viel mehr. Deswegen guck zuerst, dass du dein Hub hochkriegst, das ist das Wichtigste. Dass du schneller kriegst die Miner und das Zeug. Ja. Brauchst du 10 und 10. Ich guck Okay, erstmal. ich mach dein Haupt mal hoch. Hast du jetzt dein Inventar dabei, oder was? Nö. Ah, da steht was mitgenommen hier, oder? Von dem Iron. Congratulations. You have unlocked Scanner Jetzt kannst du Stone. schon New Automatisierer buildings aufbauen and und Schmelzerei und blueprints can be sowas. found in the Voll menu and craft bench respectively. Seventh objective. Hub upgrade, conveyor belts. Note. Use power poles to expand the power network for optimal results. Note. Constructors are Iron capable of Ingo. constructing copious parts, Ja, of which only one beschäftigt. type at a time. Für was habe ich jetzt. Lass mich mal kurz da. Ich muss gerade weiter herstellen. Da mal euch nie bauen. Ah, Iron Plates, Freunde. Okay. Dann stelle ich die Heat erstmal. Dann wird ein Dohi.
Dann hau ich mir noch ein paar mobile Miner rein. Dass das hier mal abgeht hier so. Kabel brauche ich noch 10. Ja, Kabel voll. Ja, das mache ich schon neu. Ja, nice. Und Concrete müsste bei ja auch irgendwo in der Gegend geben. Was brauchst du? Concrete? Also, Sand, ja, der ist nicht dran, der konnte jetzt halt auch gehen. Kalkstein ist das. Ja. So, hier mal ordentlich so zack, zack, ey. Ordentlich den Planeten ausbeuten und so wie man es macht, ja. Du brauchst 30 Kalkstein. Was? 30? Ja. Okay, dann baue ich mir erstmal noch so ein, zwei Miner und dann. Ne, ja, wir brauchen einen Kalkstein, kannst du das schon so abbauen. Hauptsache der Level geht hoch. Dann lege ich die Weil du Iron. musst sowieso alles wieder neu bauen. Naja, wenn ich muss ja Sobald danach du. abreißen, ne? Ja, sobald du die Mine hast. Was brauche ich hier noch? Concrete und Reinforced Iron Plate. Ja, Hunger, den Kalkstein. Naja, ich habe hier Limestone, oder? Ich stelle mir gerade mal ein bisschen was her. Ah, ich schaffe. 10 kann ich mir einfach so bauen. 10 Concrete. Okay. Habe ich unterwegs schon mitgenommen. Jetzt brauche ich nur noch die Reinforced Dinger da. Ich hole mal wieder ab von da oben. Ah, du musst Schrauben bauen. Schrauben? Ja, du musst vorher Eisenstangen bauen. Ja, ich hole mir gerade Eisen hier raus. Iron Plate und Screw. Ah, für Screw brauche ich die Dinger. Ah, okay. Alles klar. Ja, da brauchst du nicht so viel, oder? Zwei Bladen. Jeweils vier. Ah, gut, das ist sogar passen. Jo, jetzt brauche ich noch Iron Plates. Warte, jetzt kann ich. Ah, warte, ich brauche noch ein bisschen mehr. Jetzt kann ich zwei Reinforced Iron Plates machen. Wunderbar. Nächstes Upgrade hier. Zack, zack, geht das hier. Hä? Ach. Jetzt habe ich. Ach, scheiße, ich brauche. Noch Iron Plates. Kann ich mal hier wieder einsammeln da? So, und wieder Stufe hier. Ja, nice. Glaubst du jetzt? Ah, Federband ist durch und dabei jetzt hat gewesen. Ja, nice. Wenn wir das jetzt erkennen, dann hast du schon der erste Mobile Miner, der erste richtige Miner. Mhm. 70, 120. Ja, das können wir genauso wieder machen, dann kannst du anfangen, richtig zu bauen. Advice. Ja. When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Caution. Overloading the power network guarantees suboptimal performance. Warte. Also Kalkstein brauchen wir noch. Hm. Und Kabel. Der Rest können wir ja da machen. Ja. Warte, habe ich noch Kalkstein dabei? Ja, ich habe noch Limestone dabei. Moment, ich mache mal ein bisschen. Na, 3 brauchst du 60 dann. Ja, ich hab nur 18 Concrete, kann ich noch herstellen. Fehlen genau 2. Was brauchen wir noch? So, die Kabel.
Ja, 20 Schilde. Eisestange baue ich gerade. 20 Cable schon, habe ich schon gemacht. Ja. Ach, ich hatte noch Kabel in der Tasche sogar. Scheiße. Egal. In der Tasche. In der Tasche hatte ich schon. Hier noch ein bisschen Iron Plate. So. Fünf, 14 Eisenstämme. Na, die baue ich gerade. Jo, dann mache ich die Iron Plates. Ja. Ich habe 14, gell? Ja. Richtig geil wird es erst, wenn alles so automatisiert läuft, wie bei dir, ne? Naja, deswegen halte ich du jetzt einmal auf und dann auf. Ja. Du brauchst noch zwei Bett und Sekt, ne? Ja, ja. Aber wo war jetzt Limestone? Warte, ich scanne mal kurz. Ja, direkt unten, da drunter gleich runter. Ah, ja, da. Ja, ist schon ein Zufall, dass wir ja echt an der gleichen Stelle gebaut haben. Ja, ich glaube, das ist Standard-Anfang. Ja, ich bin ein bisschen gelaufen, glaube ich, aber halt nur ein bisschen. Nicht so viel. Ach, jetzt kommt er wieder so ein hässlicher. Ah, fuck, falsche Taste, Mann. Ja, komm doch, ja, ja, was willst du denn? So. Hauen wir uns mal hier mal ein bisschen Limestone raus. Drei, sechs Stück braucht man nicht mehr. Sechs Limestone, ne? Ja, ich glaube, für einen Saft braucht man drei. Okay, dann komme ich wieder, hab schon acht. Ja, ich würde wahrscheinlich eben meine Base nochmal ein bisschen umbauen und so. Wenn ich dann jetzt alles hab. Sowieso. Alles auf so Dings machen, da auf so. Ja, hier habe ich auch mal Plattform vorgebaut von so aus. Ah, okay. So, zwei Säcke, Concrete. 27 Eisenplatte. Kannst du die herstellen oder brauchen wir noch? Brauche noch 30, 40 baue ich, 50. 20. Ne, ich krieg sie. Okay. Egal, ich mach schon mal weiter, weil kann man immer gut gebrauchen. Ja. Jetzt kannst du der erste Miner bauen, Strom. So. Nice, nice. Zack und hoch. Congratulations, you have unlocked hub feature, additional biomass generator, new buildings, which can be found in the build menu. Ninth objective, hub upgrade, molecular analysis, note, to ensure full mastery of skills and equipment, and to not interfere with this last objective. Fünf Sandsack, ne. Ich habe echt nur so viel Konkret mitgenommen, dass es für Ding reicht. Fünf Sandsack noch. Okay, warte. Woanders jetzt das Konkret hier irgendwo hinterm Berg oder so, ne? Ach da. Da war's. Willst du dann gleich noch Limestone mit abbauen lassen, automatisch so? Naja, jetzt muss ich erst mal Eis, dass du immer Material hast. Ja. Aber Limestone brauchst du auch, weil wenn du Plattform bauen willst. Ah ja, ja. Das brauchst du Masse Reis. Ah, jetzt am Anfang. Geht's. Hast du noch Kabel? Ja, 17. Na gut, dann. Was wollen wir bauen? Concrete, oder? Concrete-Säcke, so. Ja. Wie viel brauchst du? Für den Miner brauchst du das 5 Stück.
Okay, warte, hier mal ein paar Cables. Und hier habe ich noch so 6 Stück. Oh, reicht ja, halt einfach rein. Da ist ja noch so ein Miner. Später eben noch mal alles abreißen. Nice. Mal Schmelzerei. Ach, Kupfer dreht euch noch. Kupfer? Ne, die dreht. Draht. Ne, ich hab Kupfer Ingot. Kupfer Ingot. Ah, dann bauen wir das da. Ich lasse mal die Eisenstange raus, die brauche ich. Also ich habe 21 von diesen Kupferdingern. Soll ich in die Eisenstange? Für Dings jetzt raus? Für Laufbahn, oder? Ne, für Schmelzerei. Oh, für Schmelzerei. Schrecklich einschmelzen lassen, oder? Wie das bei dir heißt, ja. Kannst du gleich direkt Schmelter! Zwischen dem Eingang und Ausgang mit dem Mausrad konstruieren. Mhm. Ja, kannst du richtig Platz lassen, das ist drin. Das ist egal. So. Ja, schütten wir am Anfang doch mal alles hin. Ja. Irgendwas direkt ja, los, Alter. Zack, zack. Jetzt bauen wir hin und zwar den Konstruktor noch. Wird schon gleich komplett. Ja, der Humber, der baut gleich komplett, Alter. Der macht keine halbe Sache. Was brauchen wir für einen Konstruktor? Moment, ich gucke. Ein Konstruktor. Na, ich hole gerade nochmal Erze ein bisschen. 3 Eisen, 2 Cables. Ja, das kriegen wir noch hin. Ne, das sind die verstärkte Eisenplatte. Achso. Reinforced. Ja gut, das müssen wir mal hinkriegen. Was hat man dafür nochmal gebraucht? Iron Plate und Screws. Okay, dann machen wir erstmal ein paar Iron Plates. Und Screws. Wie viel braucht man dafür? Was habe ich? 2 oder 3. 2, glaube ich. Ah, 3. Ah, jetzt habe ich 2. Toll. Okay, mach ich mal 3 Stück. Was brauchen wir noch? Cable. Okay, kann ich auch bauen. Ab geht's, instant hier. Auch gleich direkt dahinter, ne? Der Humber baut hier gleich eine ganze Fabrikanlage. Ja, jetzt haben wir da 3 Schluss neu. Das ist schon laufen. Ja. Geil. Brauchen wir da noch Strom? So drauf. Und da muss ich jetzt halt immer auswählen, was du noch sollen dürfen. Der macht ja Iron und Ingo. Ja. Und da hätte ich Eisenplatte fast mal. Ja, Iron Plates. Ja, und für deine Energie brauchst du immer Blätter am Anfang, ne? Und dann immer wieder reinwerfen musst du das Holz. Ja, ich hab noch hier, warte, ich schmeiß noch ein paar Blätterchen rein, da. Okay. Wie viel kann der lagern? 6, glaube ich. Sollen wir da noch irgendwas hinten drin? Da gibt's zwar noch mehr. Da gibt's doch jetzt so ein Dingsbums, wie heißt das? Ja, ein Container. Ja. Die Organisation. Storage Container. 10 Eisenplatten und 10 Rohre, ich Röhrchen. Alles klar, hau mal leider. Geht, ah. Geht nicht. Ey, warte, ich brauch mal kurz eine Eisenplatte. Feuer, ich hab auch Penny. So, jetzt so. Ups.
Alter, geht voll steil. Ja, so schnell Produktion der FD. Mit der selben Neve dran bauen mit Eisestange. Mhm. Dann Cooper und dann Ding und dann kannst du dich hochleveln. Ja, und dann kann man easy peasy, muss man immer noch warten. Ja, nice. Weil du brauchst jetzt schon beim nächsten Milestone 500 Kabel. Ja, ja, ich hab's oben schon markiert, also ich seh's gerade oben. 500 Kabel, 150 Dinger da. Iron Plates, 150 so ja. Stangen. Was kostet meine? Das ist der große da, oder? Ah, 20, 5 Stück. Fuck, das ist das erste. Ja. Zwei Röhrchen war einer. Na, die hab ich. Okay. Sonsec. Hab ich da noch was? Kann ich da noch was machen? Nee, ach, feck, mir fehlt. Aha. Geht da so ein kleiner Miner nun erstellt zum Sand? Ja, ja. Ich hab's auch gerade überlegt, ey. Einer von denen hier, glaub ich mal. Ja. Weil das ist echt, das dauert, kostet mir echt Zeit da. Ja. Und der kriegt irgendwann auch noch so ein schönes Bändchen nach oben. Ja, wo ist er da meiner da? Leg los, Digga. Ah, zwischen 25 Leute hergestellt. Ja, nice. Echt voll gut, wie schnell das geht, ne? In meiner bringe ich zum Erz mit, ne? Mhm. Was, zu welchem Erz? Hm? Zum Kupfer. Ah. Wenn du rum darfst, sammel die ganze Zeit Büschei. Mhm. Da können wir auch schon ziemlich viel. Wobei ich glaube, wenn noch eins hochkommt, kannst du einen Treibstoff herstellen. Das wäre nice. Geht zwar auch mit Büsch, aber brennt viel länger. Wenn man es schon automatisch herstellen kann, dann geht's. Ich mal behaupten. Ja, ja. Oh ja, der war nur noch auf 65 Gebüsch. Büsch. Ja, verbrennt halt am Anfang wie Sau. Gut, sammeln wir noch schnell wieder ein, was aber. Was machen wir für den Miner? 25. Hier noch Gebüsch drin. Ah, ich habe hier noch 500 Gebüsch. Das ist ja okay, da. Ah, zack. Hast du die Sonne schon? Ne, noch nicht gebaut, aber ich habe sie ja schon in der Tasche quasi. Hm. Wie viel brauchen wir? Warte, mal na, 5. Ah, alles was ich habe. Warte, ich schmeiß den. Die brauchst du ab. Ah, oder so. Kannst selber bauen. Der Spur baust du meine ab und baust eine andere hier. Also hier nochmal das gleiche neben dran, oder? Ne, dann hier, dann Eis haben wir. Achso, ja, selber. Im Prinzip nochmal, ja. Den kannst du nicht ohne mitbauen. Ja. Ah. So, oder was? Das kannst du aussuchen. Das brauchst du sowieso nochmal ab. Ja, sobald du genug Material hast. Dann baue ich das mal so. So. Ach, geben wir mal Eisenstangen vor. Wird da alle geben. Eisenstangen? Mach mal rechts Klick drauf, dann Pfeils. Machen wir da so. Was brauchen wir noch? So einen Konstruktor, ne? Ja, Schmelzerei. Ja, und dann Konstruktor. Ah, du brauchst die. Ich brauche Reinforced Iron Plate, 3 Stück. Ja. Dann nehme ich hier mal die Iron Plates mit. Danke. Reinforced Iron Plates. Ja, muss ich erst ein paar Iron Ingots verarbeiten. Tja. Da musst du das zweite Kraftwerk schon ausschmeißen. Mhm.
Tja, das geht hier ratzfatz, ne? Ja, sobald die Produktion mal läuft und alle Materialien hast, dann kannst du neu aufbauen. Was? Ein Konstruktor muss ich jetzt bauen, ne? Ja. Sobald du dann. Aha, ich hab mir keine Reinforced Iron Plate gemacht. Ich hab's nur nur gedingst. Aber ich hab's noch nicht hergestellt. Ja. So, Konstruktor. Nicht. Ach komm, ich stell jetzt einfach mal so einen Scheiß drauf, ob der jetzt passt oder nicht. Ob das jetzt schön aussieht oder nicht. Hauptsache funktional. Okay, der hat noch no power, aber das kann man ja gleich erledigen. Ja. Was soll der jetzt machen? Iron Rods, ne? Ja, genau. Die Stäbehersteller. Ja. Mein Gott, das sieht aber gar nicht schön aus, was ich hier baue. Egal, scheiß drauf. So. Strom. Ach, der hat schon drei, oder was? Ah, der hat schon vier. Seine vier. Was brauche ich? Kabels und Concrete. Ach, leck mich doch. Ja, klar, du musst jetzt halt End abreißen. Du musst dann das zweite Kraftwerk neben drauf benutzen, ne? Mhm. Dann schlank dir das nicht. Ich baue das jetzt ja gerade nur um, du. Ah, mir fehlen 20. Ja, mir auch. Aber der Miner, ich geh mal kurz zu Miner. Hast du einen Sonntag? Nein. Okay. War einer hat gedumpt. Ja, aber ich habe hier unten so den Miner hingestellt. Ah, der ist fertig. Also der läuft ja, nicht. Die sind relativ schnell. Ja, dann komme ich jetzt mal mit 100 Dingern. Dann machen wir uns mal ein bisschen konkret. Mach das, dann mach das. Ah, du konntest auch seine Blätter, hol die mal raus. Du konntest aus den Blätter schon Biomasse herstellen. Ja. Das brennt viel länger. Ja, sehr gut. Erstmal ein bisschen konkret machen hier. Schon den zweiten in Betrieb genommen, oder nicht? Ne, fehlt ein Sonntag. Bau mal hier einen Stromaufwärter. Ach, mir fehlt Kupfer-Dingsbums. Was denn? Die Kupferrohre da. Warte. Dinger da, Kabel. Jo. So, jetzt müssen wir das nur umändern. Wir müssen die zwei verbinden, dass ich das Kraftwerk teilt ist. Warum noch einen Strom hast. Ja, der Strom. War jetzt alles Strom? Naja. Doch, oder? Jetzt hat. Ja. Und da geht's auch schon frisch los. Frisch ans Werk. Jetzt kannst du nächste Stelle baust dann entweder Kupfer ab oder kannst du heraussuchen. Also ich baue jetzt mal die 500
volles Auto mal brauchen. Okay. Wobei, ich habe dir schon 150 gewählt. Hey, jo. Ja, die packe ich schon mal da rein. Ne? Ja. Das geht doch echt schnell, wenn man so zusammen mal ein bisschen was dingst. Hm. Ich habe mich am Anfang verkünstelt. Ja, ja. Und dann festgestellt, ist alles viel zu klein, dann rupst doch wieder alles ab. So. Deswegen. Mit deiner Sandsechs, wenn du das dann hast, dann kannst du ja erstmal das ganze Fundament bauen. Mhm. Und auf das dann neu. So. Ja. Gucken, was haben wir hier schon? Oh, 5 Stück erst. Ja, gut, das haben wir erst gerade in Betrieb genommen. Ne? Mhm. Aber hier haben wir schon ein bisschen was. So. Ach, ich kann selber noch voll viel Iron Ingo herstellen. Ich habe selber noch voll viel dabei. Ich mach mal. Ah ja, schon geiles Spiel, ja. Mhm. So. Cooper-Rolle immer fertig. Ah, oh, nice. Ja, das andere auch. Also, diese... Die Rods nicht, aber die Links. Wie viel brauche ich jetzt? 38. Von? Stange? Nee, von diesen... So, warte, von den Stangen. Da brauchen wir nämlich noch 52. Hm. 45 oder so kann ich, kann ich herstellen. Der Rest wird ja wohl im Container liegen, oder? Ne, die habe ich gerade wieder rausgeholt. Ah. Okay, dann packe ich mal hier 45 danach. Pup. War das noch voll? Zack, zack. 7 Stück, die müssten drin sein. Ja, die müssten drin sein. Jo. Nice. Aber gerade so, oder? Kannst du das sehen? Hup, Upgrade 5. Congratulations, you have unlocked Pup Feature Molecular Analysis Machine, also known as the MAM. Building Biomass Burner. Building Space Elevator. Equipment Object Scanner. Equipment Beacon. Scannen wir doch gleich hier mal die. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Ja, was kann man jetzt so schönes bauen, ne? Knowledge. The Hub Terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Additionally, the MAM provides the opportunity to send samples of xenobiology and other materials I deem relevant to R&D in exchange for appropriate rewards. Note, future developments should be aimed at constructing the space elevator and thus initiating project assembly. Good luck. Was, jetzt soll ich Space Elevator bauen, oder? Mhm. Oh, hier ist er. Ah, ne, war das falsch. Wo lauf ich denn hin? Hm. Brauchst du richtig Material? Mhm. Denke ich mir, so groß wie der ist, ja. Ja, jetzt zähle ich ja schon noch mal meiner Baue. Ja, ja, auf jeden Fall. Sonnen auf Erz. Was er durchgehend produziert. Ah, ja, der braucht gut Material, ey. 1500 Kupfer. Ja. Rollen. Rollen. Ja, auf jeden Fall noch so ein Ding für Concrete bauen, oder? Was Concrete ansammelt. Würde ich sagen. Aus Fundament von Georgian Bau. Ja. Ich brauche 5 Eisenstangen. Nehme ich mir mal hier einfach raus, zack. Ein bisschen Concrete noch. Und den Miner, der beim Concrete steht, dann kann ich eigentlich schon. Ja. Und dann kannst du jetzt auch bei Energie Biomasse Brenner bauen. Mhm. Das ist ein Kraftwerk, wo du überall die Stelle kannst. Der ist schon wieder fertig mit seinem Dings da.
So, pick up Miner. Was kennt er fort? Ach, fuck. Ich muss ja noch das Ding herstellen. Warte, dann stelle ich ihn nochmal kurz ab, den Miner. Soll er hier nochmal ein bisschen weiter meinen? Richtig nice. Concrete. Können wir noch ein bisschen herstellen hier? Also, wie es überall hier so brennt und was weiß ich was macht. Und arbeitet. So, jetzt hier, meiner. Ja, schön hingestellt. Was brauchen wir alle für das Concreting? Was brauchen wir alles für das Concrete-Teil? Also zum Verarbeiten? Nur ein Konstruktor, glaube ich. Nur ein Konstruktor. Ich glaube schon, ne? Konstruktor. Ja, da brauche ich so Reinforced Eisenplättchen wieder. Mach da mal ein bisschen Biomasse jetzt. Halt. Also was brauchen wir noch für den? Ich dachte, das da unter Kisch mal, gell? Warte, ich guck mal bei irgendeinem Konstruktor, den es schon gibt, ob man den da. Ah, ne, kann ich ja jetzt gar nicht mehr, ne? Ah, doch, ja, hier, doch, Recipes. Doch. Ah, Concrete, yo. Kann er. Gut, ich hab dir das dann neu gemacht. Wo rein? In die Kiste? Ah. Ja, nice. Fett Biomasse, ey. Ja, läuft doch schon 80 Plotte drin. Mit Rechtsklick kann ich das teilen, ne? Achso, das war so die Hälfte nimmt, oder? Ja. Da kann ich dann auch so links rechts, je nachdem wie viel Tower wird. Wenn du dann auf Sortieren klickst, dann macht das wieder zusammen. Okay. Ein paar Screws hier. Hey, warum klopfe ich mir eigentlich gerade meine Platten selber zusammen, ey? Ich hab doch hier. The MAM has completed its analysis. So, machen wir mal Reinforced, drei Blättchen da. Was braucht er jetzt noch? Ah, ein Kabel. Ja. Kabelsche. Scheiße, Kupfer habe ich gerade keinen. Stehen nur Kupfer? Von der Kabel, ja. Drei Stück brauche ich, glaube ich. Ne, eins noch. Kabel, Kupfer. Ja, aber danke. Man sieht nur so diesen dieses Ding da rausgucken, den Miner. Konstruktor. Okay, ist noch gar nichts so auf, so dass alles gerade ist oder so. Nö, hier ist alles krumm, schief, bucklig. Naja, das Band wieder offen. Scheiß drauf. Richtig, so. Bartbauer konnte eher schon da Fundamente gebaut hast. So, damit konnte ich dann anfangen, sobald der 10 Iron Rod. Ah, das hab's dabei. Ah, nice. Da brauchen wir noch Strom. Ja, da muss ich aber neues Kraftwerk bauen. Ja. Ach, halt. Ah, ich hab geguckt. Da. Ja. Ich habe keine Iron Rod. So, jetzt. Ja, und der macht Bettung. Ich muss gerade durch, wie ist das Kraftwerk? Hm? Kraftwerk muss bauen. Ja.
Soll ich das Kraftwerk bauen, oder? Ja, du musst jetzt bauen. Wieso? Ich hab doch noch 14 Megawatt übrig. Heißt das nicht? Das braucht der. Bösen schließt es auch, dann merkst. Ah, scheiße, ich kann. Wo ist denn hier noch eins frei, ey? Ja, 4 von 4. Fuck. Alle 4 von 4 muss ich umbauen. Ah. Oder warte mal, ich baue es mal kurz in. Machen wir auch nicht. Ey, jetzt schon alles zu schon, ey. Ne, welchen Strom hat. Also, wir machen so einen Mosch. Bin die zwei. So moscht. Ah, ich kann keinen Mosch mehr bauen. Na, was, wo willst du einen noch haben? Dahin, oder? Ja, mal das alles verbinden. Ja. Kommen wir da noch mehr in der Nähe drauf? Hier so, ja, wir brauchen mit dem Server noch verbinden. Jetzt mal genug Zeit zusammen kriegen. Dann kriegt man noch zwei Maschinen drauf. Aber ja, hier kann man den kann man auch noch weiter verbinden an dem Marsch. Ich hab kein Kabel mehr. Wo soll ich ganz hinmachen? Ja, so dass alle Maschinen funktionieren. Okay, warte, die ist verbunden, die ist verbunden. Die hier ist nicht verbunden. Wir bauen eine neue Strommaschine drauf wieder. Ja, warte, ich mach mal den nach. Du musst eher Hauptfasse bauen und dann immer hier hinher. Wem fehlt denn jetzt hier noch Strom? Alle, die rot blinken. Ja, aber warum blinken die rot? Die haben doch Strom. Nö, der Mast hat keinen Strom. Ah. Ja, scheiße. Der Leute noch eins frei. Da hinten ist noch eins frei. Jetzt ist halt mega die komische Konstruktion, aber ey. Alter, da muss man ja voll hier die ganze Zeit so rumplanen. Wie so ein einer, der eine Stadt bauen will. So, machen wir hier den da. Wenn gleich die Siedlung fliegt, weißt du. Ja. Was zu viel ist. Ne, kommt doch direkt noch zu den Maschinen dann hin. Jetzt macht's bestimmt gleich. Ne, ich merke, wie ich gerade die Sicherung raus. Ja. Weil jetzt. Ist ja schon eingestellt auf Concrete, jo. Ja. Das läuft ja wie geschmiert. Das merke ich erst, wenn das auch geht. Ja. Oder nicht. Ja, jetzt macht's gleich. Mal gucken, wie viel brauche ich? 40 von 31, 31 von 40, so rum. 31 verbraucht. Ja. Wie viel braucht der? Der braucht eine 4 Megawatt, braucht er nur. Ah, puh. Ja, und jetzt baust du selber nochmal für Kupfer over. Und dann ist zu viel. Dann hast du alles. Dann kannst du anfangen mit Fundament und dann nochmal neu aufbauen. Du brauchst das eh noch so oft um. Ja. Achso, ne, wenn das alles hast, dann kannst du zwar auch für. Achso, ne, du konntest schon weiterentwickeln, ne? Hier ist ein Kupferdinger. Ja gut, da bräuchte ich aber wahrscheinlich dann echt so einen Massengenerator-Dingsbums, oder? Weil das wird ja jetzt dann zu viel sein. Oder vielleicht reicht es auch noch knapp. Geht jetzt erstmal das zu entwickeln. Hilfsmittel. Stufe 1. Weil dann kriegst du den Sprithersteller. Ich wähle es mal aus, dann sehe ich, was brauchst du. 150, 150, 500. Ja, gut. Kupfer halt, ne? Könnte noch ein bisschen. Ich habe mir da gerade 100 abgeholt da hinten, aber den Rest müsste ich eigentlich haben schon. Da wird ja schon. Ja, gut, fast. Ich kann auch hier noch ein bisschen was reinlegen. So, fup. Fup. Dein Ernst? 2 und 3, ja.
Ja, die sind aber drin. Das holen wir jetzt noch. Ah, die Kupferrohre da. Kupferdinger. Dann mache ich mal ein paar Copper-Ingots, ne? Vielleicht reicht's ja, ich habe 100 Stück. Nö, du kriegst, ne, brauchst. Der Miner war gerade oben zufällig fertig, als ich angekommen bin. Ja gut, das muss ich als nächstes bauen, dann halt, ne? So eine Line nach da hoch. Ja, genau. Ja, schon geil, ey. Ah, 300 kriege ich raus. Also nochmal so eine Ladung und wir sind fertig hier. Ja. Ja, 50 Dinger habe ich noch. Wie viel hast du? 300? Ja. Oder warte mal. Ja doch, 300. Na, ja, 340 sogar. Ja, mach ich gleich mal noch Biomasse. Dann habe ich ja genug. Aber los ist, mach jetzt halt noch nichts. Wenn das entwickelt hast, kannst du den Treibstoff herstellen. Achso. Ja, dann mache ich mir noch 5 Concrete, weil die habe ich gerade zufällig dabei. 13 Kupferrolle fehlen. Das ist so lächerlich, ey. Beim Kupfer brauchen wir aber wieder einen Smelter, oder? Ja. Genau. Ja, spätestens das wird dann das Ding rauskicken, den Verbrauch. Weil ich habe nur noch 5 frei. Jo, müssen wir jetzt auch fett bauen. Das ist schon geil, da. Was das Concrete-Ding so macht. Das hat schon 33 Stück produziert. Ne. Geht ratzfatz bei dem, ja. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption of biomass burners. Was machst du bei dem Hub jetzt? Nichts daraus, Biobrennstoff. Das ist integral to your contribution to project assembly. Kannst du beim Hub jetzt das nächste Milestone raussuchen? Ein Pod wurde gelauncht. Ah, Logistik. Ja, so ein Splitter wäre halt schon cool, ne? Auch später, ja. Na, weil die Wände, ich meine, die brauche ich jetzt noch nicht. Das sieht zwar schick dann aus, aber was bringt mir das? Ich brauche nicht. Ich habe auch keinen Sicherung gebaut. Ja, dann nehme ich das da. Was macht denn der Pod? Pod launched, will return in 2 Minuten. Achso, dann kann ich erst wieder das nächste raussuchen. Ah. Da fliegt das Zeug fort. Was mache ich mir so? Ja, Treibstoff mach ich ja doch in die Kiste wieder, ne? Ja, den können wir doch jetzt auch bauen, oder? So das Kraftwerk da. Können wir da jetzt nicht so ein Kraftwerk bauen? Biomass-Burner. Ah ja, den baue ich auch wieder dann für... Oder eigentlich kannst du nach hier, ich will die Stelle. Ja. Iron Plate, Iron Rod und Wire. Iron Plate, zack. Iron Rod, zack. Und was habe ich gesagt? Ja, 15 Kabel. Also die Kupferkabelrolle. Ich habe schon wieder kein Kupfer, aber ja, ich gehe mal schnell holen. Mist. Ja, hab ich du. Ja. In der Kiste drin. Nice. Ist schon witzig, dass man einfach so joinen kann, ne? Ja, nur wenn du befreundet bist, kannst du einfach ausschalten. Ja. Treibstoff in die Kiste.
bin da mal weg, hoor. Hm, alles klar. Mach's gut. Ja, ja. Du auch. Ciao, ciao. Tschö. User disconnected from your channel. So, machen wir mal schön den kleinen Brenner da rein, ne? Sagen wir gleich hier noch 4 von 4, 2 von 4. Milestone Exchange concluded. Fixit Freighter Reentry complete. Ah, Biofuel hat er schon extra. Biomass. Schauen wir auch gleich mal her hier. Biofuel, ab geht's. Ja. Aber der hat da noch ein bisschen hoch. Ja, ein bisschen was hat er noch eingelegt. Ja, jetzt haben wir 60 Capacity. Bauen wir mal so einen Kupfer-Scheiß-Dreck, würde ich mal sagen, ne? Oh. Ah, okay, kann ich sogar bauen. Nice. Nice, nice, nice. Ja, so langsam läuft's. Wo ist jetzt mein Kupfer-Dings für mich hier? Ach, da oben. Crap all, pick up miner. Ein Schmelder. Kupferkäbelchen. Ich will gerade mal ein bisschen herstellen, ne? Na, kann ich auch nicht. Ja, ich brauche halt viele Kupferkabel. Käbelchen. Kupfer-Ingo. Käbelchen. Sollte ja ein bisschen reichen. So. Okay, kann ich jetzt bauen. Aber first. Machen wir hier einen. Da einen. Da einen. So, dann machen wir mal einen Schmelder. Und einen Konstruktor. Ja, da brauchen wir ja die scheiß Reinforced Scheiße.
Reinforced, reinforced, reinforced. Was soll das nochmal? Ach, Schrauben. Konstruktor. Kopfer. Kopfer, Ingo. Und der macht daraus Wires. Was? Ah. Scheiße, was ist denn? Ja, nice. Ist zwar hässlich wie Sau, weil was soll's, ne? Was soll's? Können wir mal den Sprit noch ein bisschen verteilen? Okay, die brauchen echt nicht so viel. Okay, dann möchte ich jetzt sagen, machen wir erstmal Schluss für heute, ne? Und wir sehen uns dann einfach wieder beim nächsten Mal. Bei einer weiteren Folge. Ich speichere noch das Game. Jo, save und zurück zum Main-Menü. Ciao.